Umfragen zum Jahreswechsel verraten, dass die Deutschen persönlich optimistisch, gesellschaftlich hingegen eher pessimistisch in die Zukunft schauen. Selten war der Blick der Bevölkerung auf die Weltlage und die Situation Deutschlands so getrübt wie heute. Ist dieser Pessimismus ein Realismus oder kann man auch viel optimistischer in die Zukunft schauen? Darüber rede ich mit der Politikwissenschaftlerin Florence Gaub, Direktorin der Forschungsabteilung am NATO Defence College in Rom. Frau Gaub, was werden uns die nächsten Jahre bringen? Mehr weltpolitische Eskalation oder doch irgendwann eine allmähliche Rückkehr zur Entspannungspolitik? Ja, das Lustige an Ihrer Frage ist ja, dass es da so viele Antworten drauf gibt, dass ich das jetzt nicht in einem Satz zusammenfassen kann. Ich sage, alles ist möglich und nichts ist fix. Ja, Sie haben ein Buch geschrieben, in dem Sie ein Plädoyer für den positiven Blick in die Zukunft halten. Richtig. Also Sie warnen natürlich auch vor all den Illusionen und all den Fallstricken und alles dem, was man sich so vormachen kann. Aber Ihr Buch hat einen positiven Grundtenor. Deswegen hätte ich vielleicht erwartet, dass Sie die Position vertreten, zu sagen, wir leben zwar in schwierigen Zeiten, aber vielleicht wird doch alles in Zukunft wieder ein bisschen besser, als es gerade ist. Aber das sage ich ja auch, weil ich sage, es ist alles möglich. Und ich glaube, der Tenor aktuell ist ja so, alles wird ganz schlimm, Klima und Krieg und sonst was. Und wenn ich sage, alles ist möglich, dann gibt es ja auch verschiedene positive Zukünfte. Also mein Rat wäre auf jeden Fall immer zu schauen, was kann alles noch Gutes passieren und wie kommen wir dahin? Wovon ist das eigentlich abhängig, ob eine Gesellschaft einen eher positiven oder einen eher negativen Blick in die Zukunft wirft? Also ist nicht ganz entschlüsselt, aber wir wissen, dass je mehr Menschen, also Individuen denken, dass sie Einfluss haben auf ihr Schicksal, desto positiver denken sie. Also klassisches Beispiel ist natürlich die USA mit diesem typischen, ne, wo wir als Europäer dann gerne drüber lächeln. Aber tatsächlich in Umfragen sieht man, der Durchschnittsamerikaner denkt, mein Schicksal ist weitestgehend in meiner Hand. Ich glaube, das ist eine Sache. Das andere ist tatsächlich so, ja, so eine Can-Do-Attitude. Ne? Das sieht man zum Beispiel auch in Israel. Israel ist einer der Staaten mit der höchsten so Start-up-Quote. Und viele davon fallen auch auf die Nase. Ne? Aber es geht nicht darum, dass man ständig Erfolg hat, sondern dass man ständig versucht. Also ich würde sagen, es ist so eine Mischung aus, was die Einzelnen denken, was die Gesellschaft denkt. Und ich würde jetzt mal ich würde auch sagen, vielleicht ein Umgang mit Geschichte, der nicht optimistisch ist, aber der sich Geschichte anschaut, nicht als einfach nur was Statisches und was Schlechtes, sondern woraus man auch daraus lernen kann, was Gutes lernen kann für die Zukunft. Das finde ich zum Beispiel, in Deutschland sind wir eher so in der, wir sehen Geschichte als den Ort, wo ganz viel schlechte Sachen passiert sind. Dabei sind da auch ganz viel tolle Sachen passiert. Ne? Also ich finde ja Ihre Diagnose nachvollziehbar, dass man sagt, in Ländern, wo die Menschen das Gefühl haben, sie können möglichst viel Zukunft selber gestalten, ist der Blick in die Zukunft optimistischer. Das würde ja naheliegen, dass man sagt, in liberalen Demokratien denken die Leute positiver an die Zukunft als in anderen Gesellschaften. Aber ich glaube, ein kleiner Blick ins Leben, ja, zeigt, dass das komplizierter ist. Dass also gerade in Deutschland, da gibt es ja neue Umfragen dazu, zwar nicht wenige Menschen für sich selber recht positiv in die Zukunft gucken, aber dass sie im Hinblick auf die gesellschaftliche Entwicklung und Entwicklung der Weltpolitik sehr negativ drauf gucken. Das heißt also, eine liberale Demokratie schützt nicht vor Pessimismus. Absolut. Und auf der anderen Seite kann ich aus meinen Erfahrungen, ich war recht viel in Afrika, sagen, es ist doch irre zu sehen, ja, wie viele auf den ersten Blick zumindest glückliche Menschen, die in relativer Armut leben, einem da begegnen, wo man das Gefühl haben, die blicken sehr positiv auf ihr Leben oder in die Zukunft. Das heißt, es gibt offensichtlich keine direkte Korrelation, ja, zwischen freiheitlichen Wohlstandsgesellschaften und Glück auf der anderen Seite. Absolut. Ja, das ist ein bisschen das Paradox, weil, also objektiv gesehen, wie Sie gerade gesagt haben, haben wir natürlich so viel Spielraum, so viel Einfluss auf unsere Zukunft, also auch die eigene und dann natürlich die der Gesellschaft, weil wir wählen können, weil wir so viel Geld haben, dass wir mit unserem Konsumverhalten Sachen beeinflussen können, weil wir unsere Meinung äußern können. Also wir haben eigentlich sehr viel Freiraum. Aber tatsächlich ist es so, dass also es gibt eine Umfrage von UNICEF, die zeigt, dass eigentlich ist dieser Zukunftspessimismus so ein
ich überspitze es mal, so ein altes, weißes Problem. Ne? Also der Westen schaut pessimistisch in die Zukunft und fast überall auf der Welt schauen gerade junge Menschen sehr positiv in die Zukunft und stimmen der Aussage zu, meine Zukunft wird besser als die meiner Kinder und meine ist die besser meiner Eltern und so weiter. Also dann ist es für mich interessant zu fragen, warum? Was ist bei uns eigentlich gerade, was läuft da gerade schief? Und meine Hypothese ist, dass wir einfach denken, wir schauen in die Zukunft und sehen China, sehen KI, wissen nicht genau, was ist denn jetzt unsere Rolle als Europäer in der Zukunft? Früher waren wir immer so die alles dominiert haben, alles bestimmt haben, sage ich jetzt mal. Und wir tun uns schwer, da jetzt was Neues reinzufüllen, was irgendwie gut ist. Ich würde sagen, das ist meine Hypothese dazu. Ja, ich würde dem sofort zustimmen. Also ich glaube, das trifft die gesellschaftliche Befindlichkeit, dass man das Gefühl hat, wir waren zwar ganz lange die Sieger, aber wir werden es in der Zukunft nicht mehr sein. Und dann fürchten wir uns vor dieser Zukunft. Wir erleben den Aufstieg gerade der asiatischen Staaten und den dazu gesehenen relativen Abstieg des alten Westens. Ne, das sehen wir vor unseren Augen und fragen uns, wo soll dieses kleine Europa in einer zukünftigen multipolaren Weltordnung noch seinen Platz und seine Rolle haben. Das andere ist, Sie haben das ja auch angesprochen, alte weiße Männer, wir leben in einer sehr alten Gesellschaft. Und es gibt sicherlich einen Zusammenhang, der auch eine Rolle spielt. Je jünger Gesellschaften sind, umso optimistischer sind sie im Regelfall. Ja, aber was ja eigentlich absurd ist, weil, also jetzt auf eine individuelle Lebensphase betrachtet, also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin heute optimistischer als mit 20 zum Beispiel. Also je älter man wird, desto gelassener wird man. Da gibt es ja auch Studien dazu, die zeigen, dass eigentlich im Gegensatz zum unserer Jugendbesessenheit ist der Mensch glücklicher, wenn er älter ist. Ne? Ja, im Hinblick auf sein eigenes Leben, aber nicht im Hinblick auf die Zukunftsaussichten für alle. Ja. Also ich glaube, wenn man älter wird, dann hoffentlich wird man gelassener, nicht jeder. Manche werden auch verzweifelt oder deprimieren. Aber viele Menschen werden dadurch, dass sie älter werden, für sich und ihr Leben gelassener. Sie blicken zurück auf alles, was sie schon geschafft haben und die Strecke, die sie noch zu bewältigen haben, die erscheint ihnen nicht mehr so anstrengend vielleicht. Aber was die Gesellschaft anbelangt, neigen Menschen, wenn sie älter werden, auch zum Kulturpessimismus. Also zu denken, früher wäre doch sehr vieles besser gewesen. Genau, in der Gegenwart ist es schon schlechter und in der Zukunft wird es noch schlechter. Genau, was ja natürlich auch eine Verzerrung ist, das wissen wir auch, dass es kein Fakt ist. Aber was mich interessiert ist erstens, woher kommt diese Sprache? Weil die Sprache, die wir verwenden, ist negativ. Sie haben gerade gesagt, also die Gesellschaft altert, die Gesellschaft schrumpft, wir werden nicht nur älter, sondern auch weniger. Wir sind nicht mehr die Sieger. Also warum wird das alles so negativ auch in Sprache ausgedrückt? Also wir schrumpfen ja nicht, sondern wir kehren zurück zu einer Größe, die wir vorher schon hatten. Und auch überhaupt diese Vorstellung, dass Macht, ne? Also eigentlich geht es ja jetzt um Macht. Wenn wir über Geopolitik reden, dann fragen wir, wo ist unser Platz? Und dann schaut man so klassisch auf, wie groß ist mein Land, wie groß ist meine Armee, wie groß ist meine Bevölkerung. Alles ist immer so groß und quantitativ. Aber eigentlich kann man sich ja auch vorstellen, dass es qualitativ ist. Wir müssen im 21. Jahrhundert nicht mehr die größte Armee haben, sondern die am agilsten ist und vielleicht am besten ausgerüstet technologisch. Und vielleicht müssen wir auch nicht das größte Volk der Welt sein, sondern einfach nur das Schlauste oder das Glücklichste. Also ich weiß es nicht, aber ich habe das Gefühl, ja, man könnte der Machtbegriff verändert sich. An Dänemark nehmen. Ja, ja, Dänemark hat, glaube ich, 4 Millionen Einwohner. Ja. Und bei allen Glücksbefragungen stehen die Dänen immer auf einem der ersten drei Plätze. Ja, und Finnland auch. Dabei scheint da nicht mal die Sonne. Jetzt könnte man aber sagen, das sind Länder, die haben einen anderen Vorteil. Wenn man sich anguckt, die großen ökonomischen Veränderungen. Ein Land wie Dänemark, das nie eine nennenswerte Industrie hatte und nur 4 Millionen Einwohner, kann von der Politik gestaltet werden. Und zwar stark gestaltet werden. Man kann also enorm Industriepolitik und so weiter machen. Über Dienstleistungsgesellschaft an die Herausforderungen der Digitalisierung anpassen. Mit nur 4 Millionen Leuten und nichts zu verlieren. Jetzt guckt man sich Deutschland an, die Grundlage des deutschen Wohlstands liegt in der Fertigung, in der industriellen Fertigung. Wir sind groß geworden, nicht als Dienstleistungsnation, sondern als Industrienation. Wir kriegen sehr große Probleme im 21. Jahrhundert, was unsere klassische Rolle als Industrienation anbelangt. Ja, Kohle ist sowieso schon weg, Stahl hat an Bedeutung verloren, Automobilindustrie blickt berechtigt in keine gute Zukunft. Und wenn wir dann überlegen, wie wir diesen großen, schweren, auf ein bisschen auf Grund gelaufenen, rostigen Tanker wenden wollen, dann sehen wir eine politische Situation, in der, egal welche Partei in Deutschland regiert, man das Gefühl hat, das ist alles vermintes Terrain. Das stimmt. Überall, an jeder Ecke. Das stimmt. Lauert entweder die Bürokratie, oder die Medien regen sich über irgendwas auf und so weiter. Und man hat das Gefühl, Sie dachten ja vorher, es gibt einen Zusammenhang zwischen Optimismus und Gestaltungsmöglichkeit. Ja, und die Leute verlieren den Glauben daran, dass sich Politik in Deutschland überhaupt noch gestalten lässt.
Also das ist ein interessanter Zusammenhang. Ich glaube tatsächlich, dass wahrscheinlich die Innovationsfähigkeit im direkten Zusammenhang mit diesem Optimismus oder Zukunftsoptimismus irgendwie steht. Aber tatsächlich würde ich noch dazu sagen, dass ich glaube, es herrscht so die Illusion, es muss alles super sein jetzt, damit auch die Zukunft super sein kann. Und eigentlich ist es genau andersrum. Wenn die Gegenwart wirklich wehtut, dann kommt erst der Druck zu tragen, der dann wirklich irgendwie Visionen kreiert oder wirklich den Impuls nach Lösung zu suchen. Deswegen, ich würde sagen, wir sind wahrscheinlich gerade schon in diesem schmerzvollen Geburtsprozess. Weil wenn Sie sich anschauen, die 50er Jahre zum Beispiel, ja, da war ja auch so ein Zukunftshöhenflug, auch in Deutschland. Aber gleichzeitig hatte man total Angst vor Atomkrieg und wusste auch nicht, wie es weitergeht, irgendwie überhaupt in der geteilten Deutschlandfrage, wirtschaftlich, die Kriegsrückkehrer und so weiter. Also die 50er Jahre werden heute dargestellt wie so eine Haya-Popaya-Zeit, aber es war auch eine Zeit großer Angst. Deswegen würde ich die These wagen, gerade wenn es wirklich schlimm ist in der Gegenwart, ist der Moment, eben solche Fehler zu erkennen, zu verändern und sagen, okay, und jetzt muss es aber auch nach vorne gehen. Das fehlt mir so ein bisschen. In Deutschland schauen wir gerade nur auf die Seite, was läuft denn alles schief im Jetzt und wird deswegen noch schiefer laufen in der Zukunft, anstatt zu sagen, okay, was kann man denn hier eigentlich machen? Wie kann man es besser machen? Wie kann man... Ich habe das Gefühl, es ist so defätistisch. Es ist alles schon, die Schlacht ist schon geschlagen, es war schon vorbei. Jetzt ist ja ein bisschen die Frage, wie viel von all dem, worüber wir reden, ist deutsche Mentalität, Wechsel der Mentalität von den 50ern bis heute, und wie viel ist Realismus? Weil man kann ja sagen, ich hatte vorhin dieses Bild von dem Tanker gebraucht, ja, innenpolitisch, Bildung, Bildungsreform, große, kriegen wir nicht mehr hin. Große Reformen oder Revolutionen, unser Gesundheitssystem, kriegen wir nicht mehr hin. Wird immer teurer, unbezahlbarer. Niemand weiß, wie das in Zukunft weitergeht. Rentensystem im Grunde genommen völlig kaputt, wird mit 100 Milliarden im Jahr bezuschusst, müsste dringend durch etwas anderes ersetzt werden, kriegen wir nicht mehr hin. Stattdessen haben wir immer Schönheitschirurgie an krebskranken Patienten und man hat sich gewöhnt, egal wer in der Regierung ist, kriegen wir alles nicht mehr hin. Weltpolitisch, ja, wir haben gedacht, der Kalte Krieg ist vorbei, jetzt kommt der Kalte Krieg wieder zurück. Ja, wir stehen wieder vor außenpolitischen Bedrohungssituationen. Etwas, wo wir gedacht haben, da haben wir nie wieder was mit zu tun. Aufrüstung ist plötzlich ein riesiges Thema, nachdem eigentlich jahrzehntelang immer nur noch von Abrüstung die Rede war. Es gibt wieder Feinde, es gibt wieder Bedrohungen, es gibt Einstellungen darauf. Es gibt das ökologische Desaster als das große Damoklesschwert, das überhaupt über der ganzen Menschheit liegt. Das ist ja jetzt sozusagen nicht ein Mangel an Realismus, wenn man dann sagt, mir fällt es schwer, positiv in die Zukunft zu denken. Also wenn Sie es so formulieren, ist es natürlich, also ich würde als erstes sagen, es alles auseinanderbauen. Ne? Also nicht alles auf einmal, man kann keinen Elefanten in einem Rutsch, Sie kennen vielleicht diesen Ausdruck, ne? Wie isst man einen Elefanten? Ja, natürlich nicht in einem Rutsch. Also sollte man wahrscheinlich einfach keine Elefanten essen, aber erstmal das alles auseinanderbauen. Das zweite ist, wir sehen zum Beispiel gerade bei Klimawandel, da passiert unglaublich viel. Dieses Jahr wird Deutschland 70% weniger CO2 ausstoßen, also im Vergleich mit 1990. Also der Trend, alles passiert eigentlich halt, aber noch nicht schnell genug. Ich denke schon. Nicht global genug. Und das, ich denke aber trotzdem, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass natürlich, es muss noch viel mehr passieren. Der Druck darf nicht nachlassen. Aber ich würde nicht sagen, wenn Sie sich das IPCC, das Abkommen, den ersten Bericht, der diese Szenarien aufgemalt hat für den Klimawandel. Das allererste hat vorausgesagt, das schlimmste Szenario ist 5 Grad über der präindustriellen Zeit. Jetzt sind wir on track für 2,5 oder bis 3. Das heißt, wir sind schon ganz schön weit runtergegangen. Das muss man eben ab und zu, deswegen sage ich auch, die Vergangenheit hat auch gute Beispiele. Es ist schon wahnsinnig viel passiert. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch Factfulness kennen? Ja, von Rosling. Genau, es ist viel Positives passiert. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Nicht, um die Gegenwart zu negieren, sondern um sich seine eigene Wirksamkeit, Wirkungsfähigkeit. Korrektiv des Pessimismus. Dass einem klar wird, was kann man eigentlich alles... Nee, ich würde eher nicht nur so korrektiv, sondern auch... dass einem bewusst wird, was man eigentlich alles verändern kann, weil man Geduld, Spucke, Ressourcen und natürlich Visionen dahinter klemmt. Ne? Und Sie sagten ja gerade irgendwie Schönheitschirurgie am Krebspatienten, man braucht halt eine Langzeitvision, um alle diese Sachen in den Griff zu kriegen. Ja? Sie sagten gerade Alterung. Wir sehen gerade im Gesundheitsbereich passiert wahnsinnig viel. Ich rede jetzt nicht von der Vorsorge in Deutschland, sondern ich sage so, wie man besser altert. Ne? Also dass, wenn wir zwei Glück haben, dann wird Alzheimer wahrscheinlich schon behandelbar sein, wenn es dann soweit ist. Ja? Oder dass Krebsraten runtergeht. Also man muss immer wieder schauen, auf wer arbeitet schon an einer Lösung, wann werden wir sie erreichen. Wahrscheinlich halt nicht dieses Jahr, aber irgendwann halt dann schon. Also
Realismus ja, aber es darf nicht lähmen. Und das ist das Problem, wenn man zu viel Negativität hat, dann passiert eben das, was man jetzt Cassandra-Komplex nennt, so wie die Trojaner dann nicht auf Cassandra hören, die sie warnt, dann macht man nämlich gar nichts mehr. Und das ist das, was mich stört. Genau. Also ich bin völlig Ihrer Meinung, dass Pessimismus auch keine Lösung ist. Für viele reicht das anscheinend, ja. Und dass ein Optimist, der sich in seinen Idealen getrügt hat, immer noch ein besseres Leben gelebt hat als ein Pessimist, der jeden Tag auf neue Bestätigungen wartet. Also, und dass eine Gesellschaft, die optimistische oder sagen wir, zuversichtliche Dimension verliert, dass die allen Grund hat, auch zu scheitern. Und dann, das war also quasi auf die Perspektive, die positive Zukunftsperspektive kann keine Gesellschaft bei Strafe ihrer inneren Kollision überhaupt verzichten. Das sowieso, aber ich glaube, da kommt noch was anderes dazu. Woher kommt denn eigentlich diese Anspruchshaltung, dass wir Frieden und Wohlstand und dass wir es so gut behalten, wie wir es hatten, sagen wir jetzt mal vor 10 Jahren? Also, weil es so großartige Dinge sind, die man sehr gerne behalten möchte. Genau, aber es gibt keinen Anspruch darauf. Man muss immer darauf hinarbeiten. Es ist immer wieder neu und die Dinge müssen sich ändern unter umgekehrten Vorzeichen, damit diese Dinge erhalten bleiben. Das ist klar. Ja. Jetzt hatten wir vorhin davon gesprochen, um das Thema mal so ein bisschen auf die weltpolitische Ebene zu machen, die Veränderung des globalen Gleichgewichts, kann man es ja nicht sagen, der globalen Ordnung. Ja. Oder Unordnung. Also die allmähliche, genau, also ich benutze gern das Wort stabiles Ungleichgewicht. Mhm. Das ist ein Begriff aus der Ökologie. Ne, es gibt immer so die esoterische Vorstellung, die Natur befände sich in einem ökologischen Gleichgewicht. Und da müsste man die Frage stellen, wann ist denn das so gewesen? Ja, alles in der Natur befindet sich in einem Ungleichgewicht, aber manche Ungleichgewichte sind über Jahrmillionen Jahre stabil. Mhm. Das ist, und eigentlich ist es ja in der Weltpolitik nicht über Jahrmillionen Jahre, aber im Grunde genommen genauso. Es gibt also eigentlich immer provisorische Ordnungen, die für eine bestimmte Zeit stabil sind, bis sie dann durch sozusagen andere Ordnungen oder Unordnungen, die halbwegs stabil sind, ersetzt werden. Mhm. Und wir erleben jetzt halt eben diese große Verschiebung, also den relativen Bedeutungsverlust des, was wir es ja Westen nennen, also USA und Europa auf der einen Seite und dem allmählichen Aufstieg, zuletzt sehr schnell, vielleicht in Zukunft ein bisschen langsamer, aber insgesamt der asiatischen Staaten. Jetzt könnte man unter gerechtigkeitstheoretischem Gesichtspunkt sagen, es war ja auch komisch, dass eine Minderheit der Weltbevölkerung die Weltspielregeln festgelegt hat. Mhm. Passt ja auch vielleicht nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Frank Sieren, der hier zu Gast war, sagt, na, wenn wir 1,4 Milliarden Menschen in China haben, dann müssen die bei 8 Milliarden Weltbevölkerung auch irgendwie vergleichbar adäquat global repräsentiert sein, also auch politischen Einfluss gewinnen. Auf der anderen Seite haben wir Angst davor, ja, und stellen uns diese Zukunft nicht positiv vor, sondern sagen, das ist eine bedrohliche Zukunft. Mhm. Vielleicht nicht für die Menschheit, aber zumindest für uns. Was ist eher Ihre Lesart? Dass Sie sagen, es ist gut, dass sich das verändert und da muss etwas Neues wachsen? Oder sagen Sie, wir müssen das Alte um alles in der Welt verteidigen? Das sage ich natürlich nicht. Das ist natürlich eine Steilvorlage. Aber erstens, ich wollte Sie nur darauf aufmerksam machen, Sie haben gerade schon wieder diese, also es ist nicht Sie, sondern Sie benutzen natürlich die Wörter, die in diesem Zusammenhang im Umlauf sind. Abstieg und Aufstieg, ne? Also als wären wir irgendeine Hitparade der Weltpolitik und Bedeutungsverlust. Also als hätte, wer macht etwas, was man hat oder nicht hat. Ich sehe es anders. Ich glaube also erstens tatsächlich, dass auch wenn aktuell, jetzt wir sind ja als Demokratien seit es Demokratien gibt, jetzt die moderne Demokratie, sind wir bis zum Jahr 2000 angestiegen als Regierungsmodell. Wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte. Viele von denen sind imperfekt. Aber trotzdem, nach dem Zweiten Weltkrieg waren, glaube ich, 16 oder 20% der Staaten auf der Welt waren demokratische Staaten. Also das Modell ist vielleicht jetzt nicht weiter expansionsfähig aktuell, aber ich finde durchaus, dass das, was wir repräsentieren, so als, ne, was man als Mensch sein will oder was man anstreben will, ist nach wie vor in vielerlei Hinsicht ein attraktives. Aber natürlich, und das geht auf Ihre Frage jetzt zurück, ne, wie groß machen wir jetzt den Tisch, damit alle dran Platz haben? Ich persönlich finde, das ist eigentlich das Weiterdenken der Demokratie. Ne? Also auf globaler Ebene kann es nicht sein, dass eine kleine Gruppe von Staaten entscheidet, was die Norm ist in der Welt. Also dieses eine Buch, The Rise of the Rest, ich finde ja auch schon den Titel so ein bisschen, ehrlich gesagt, beknackt. So der Aufstieg des Restes, als wäre der Rest vom Schützenfest so ungefähr. Das ist durchaus ein Gleichstellungsgedanke zu sagen, ja, auch China, auch Saudi-Arabien, auch Nigeria, was weiß ich, alle Staaten haben irgendwie eine Stimme und können auch was beitragen oder sollen auch was beitragen zu so einer globalen Denkordnung. Also eigentlich finde ich, wenn Sie sich Star Trek anschauen, meine Lieblingsreferenz, ja, so Raumschiff Enterprise, wir nähern uns vielleicht mit vielen Ach und Krach, aber immer mehr dieser Vorstellung, dass es eine
einen globalen Ansatz gibt für Probleme und eben nicht so wie im Kalten Krieg der eine Block und der andere Block, sondern wir können mit China uneins sein, wenn es um Taiwan geht, aber wir arbeiten zusammen, wenn es um Klimawandel geht, wenn es um Weltwirtschaft geht, wenn es um digitale Regulierungen geht und so weiter. Also ich glaube, also ich würde die Leute einladen zu sagen, ja, je mehr Leute dabei sind, je diverser es ist, desto besser für alle. Aber Veränderung bringt immer Unruhe mit sich und wir sind jetzt gerade in dieser Veränderung und gerade wenn wir so Wörter benutzen wie Verlust und Abstieg und Schrumpfen und Altern, natürlich verkauft man es dann keinen als wir machen den Tisch jetzt einfach mal ein bisschen größer und es wird lustiger. Also bei der positiven Vision, die Sie jetzt gebracht haben, die Star Trek Vision, ja, einer Weltregierung von Gleichberechtigten, ist ja eine sehr, sehr positive Vorstellung. Befürchtung ist so ein bisschen, wir sind recht weit davon weg. Ja, wir werden es nicht mehr erleben, aber bewegen, wir sind wieder auf dem Weg. Und bewegen uns eigentlich im Augenblick eher in die Gegenbewegung. Also ich würde sagen, wir waren da schon mal näher dran. So in der Zeit in den 90er Jahren, als dieses enorme Wachstum von Demokratien in der Welt einsetzte, von 20% Demokratien auf fast 60% Demokratien. Wobei, wenn wir uns ehrlich machen sollen, was in erster Linie entstanden sind, sind nicht lupenreine Demokratien, das stimmt, sondern Oligarchien, in denen gewählt wird. Das stimmt, wird. Aber finden Sie es nicht interessant, dass auch Oligarchien jetzt zumindest so tun, als würden sie Leute befragen? Ja, ja, das gehört heute dazu. Dass der Bürger befragt wird, ist ja auf jeden Fall jetzt schon salonfähig. Das ist richtig. Also die Anzahl der Wahlen sind enorm, hat sich enorm ausgebreitet. Und im nächsten Schritt müsste dann hinter den Wahlen noch ein bisschen mehr von dem stehen vielleicht, was wir uns unter einer guten Demokratie funktionieren, weniger Korruption funktionieren. Eine Institution, Gewaltenteilung und solche Dinge. Ne? Ja, also es ist eine positive Vision. Ich würde sagen, es ist zumindest ins Stocken geraten gegenwärtig. Und ich erlebe das, weil Sie sind ja auch Militärexpertin. Ich höre sehr viel von Militärs, aber auch von anderen Politikern, das sagen, wir befinden uns nicht auf dem Weg in eine Star Trek-Weltregierung, sondern wir befinden uns in einer systemischen Rivalität. Ein Wort, was ich in den letzten zwei Jahren pausenlos gehört habe. Systemische Rivalität in erster Linie gegenüber China. Systemische Rivalität hört sich für mich immer so an wie im Kalten Krieg. Kapitalismus versus Kommunismus. Ja, wir werden sehen, wer der Stärkere und der Bessere ist. Diese Frage ist Gott sei Dank entschieden. Aber jetzt wird gemacht, als wäre es sozusagen die Frage, es kann nur ein System geben. Also entweder gewinnen irgendwann langfristig gesehen die liberalen Demokratien oder es gewinnt der chinesische Totalitarismus. Ist das eine realistische Beschreibung der Lage? Also das sind ja zwei Komponenten in Ihrer Frage. Das eine ist, also beschreiben wir den Ist-Zustand korrekt und wird es dann auch so weitergehen? Also ich glaube tatsächlich, das ist so, wir sind in einer Situation, in der wir, also sage ich mal die NATO oder der Westen, uns gegenüber stehen haben, Russland, China, gerade die beiden gemeinsam als militärische Mächte, die, so wie die Weltordnung jetzt ist, das aktiv in Frage stellen, also militärisch, aber auch diplomatisch, wirtschaftlich, die wollen eine andere Weltordnung, wie wir sie wollen. Und natürlich führt es zu Spannungen und auch ja, mit Russland sowieso natürlich zu einem militärischen Konflikt, der in der Ukraine ausgetragen wird. Ne? Also es geht, finde ich, es muss ganz klar sein, es geht in der Ukraine nicht nur um die Ukraine, es geht tatsächlich um eine größere Weltordnung. Aber, und jetzt, das finde ich eigentlich einen interessanteren Teil, heißt es, dass es dann über kurz oder lang unausweichlich zu einem Krieg kommt oder dass es dann auch so bleibt. Also Sie sind ja Philosoph. Hegel sagt ja auch nicht, diese Reise in eine bessere Zukunft wird ohne Ups und Downs sein. Ne? Also vielleicht sind eigentlich gerade diese Momente, die schwierigen, richtiger Teil dieses Prozesses nach vorne, weil man sich austauschen muss mit dem anderen. Okay, wir haben alle eigentlich keine Lust auf Konflikt. Ich rede jetzt nicht mal von Krieg, aber einfach auf Spannung. Aber vielleicht ist das Teil dieses natürlichen Prozesses nach vorne. Ich würde deswegen nicht sagen, über kurz oder lang wird es krachen und es wird zu Krieg kommen, zu einem dritten Weltkrieg und so weiter, sondern, und das ist ja auch unser Job als NATO, indem man signalisiert, bis hierhin und nicht weiter, indem man ein gewisses Kräfteverhältnis hat, eben baut man Krieg überhaupt erst richtig vor. Das sieht dann auf den ersten Blick ein bisschen unlogisch aus oder absurd, weil man ja aussieht, als würde man eben Krieg absolut in Erwägung ziehen. Aber genau das kann eben dann dazu führen, dass er eben nicht passiert. Also ich würde, wie gesagt, sagen, es ist alles möglich. Es ist durchaus möglich, dass es sich alles irgendwie nicht wie ein friedliches Wohlgefallen auflöst, aber in eine konstruktive Koexistenz, so würde ich das sagen. Versuchen wir die konstruktive Koexistenz unter Rivalitätsgesichtspunkten näher vorzustellen. Also klar, das, was letztlich keiner will und was die härteste Konfrontation ist Krieg. Davor gäbe es den Kalten Krieg und die andere Option ist der Kalte Frieden.
Ja, der Unterschied, der Kalte Krieg, wie wir ihn früher kannten, war gezeichnet durch systemische Rivalität. Und es gibt viele Analysten des systemischen Friedens, die sagen, mit System hat das gar nichts zu tun. Weil es geht hier nicht mehr um die Überlegenheit einer bestimmten Ideologie. Ja, auch die Russen sind nicht davon überzeugt, dass die Art und Weise, wie Putin Russland regiert, ein Erfolgsmodell für die Welt ist. Das ist nicht, es geht nicht darum, das russische Oligarchenmodell auf die Welt zu übertragen. Ja? Oder Autokratiesystem oder wie immer wir das jetzt so ganz genau nennen. Oder Anokratiesystem oder so. Und auch bei China geht es offensichtlich nicht darum, diesen konfuzianistisch-kommunistisch-kapitalistischen Wertemix, der China bestimmt, jetzt zur Folie für die ganze Welt zu machen, nach dem Motto, am chinesischen Wesen soll die Welt genesen. Sondern Ivan Krastev, der hier zuletzt zu Gast war, hat gesagt, die Chinesen missionieren nicht. Also wo die Chinesen hingehen, kapseln sie sich ab und bilden Chinatowns. Mhm. Wir befinden uns nicht in einer systemischen Rivalität. Mhm. Deswegen hätten wir die Chance, nicht wieder in einen kalten Krieg zweier systemischen Rivalen oder mehrerer zu kommen, sondern in eine Situation des kalten Friedens zu kommen, wo man sagt, wir haben jetzt eine Durststrecke und Dürrestrecke. Ja, wir haben eine Zeit von wenig und schlechter Diplomatie. Aber wir sind auch nicht in einer systemischen Rivalitätssituation. Genau, und der Unterschied zum Kalten Krieg ist, während dem Kalten Krieg waren diese Blöcke, also wirklich wie Blöcke, also haben nicht miteinander gehandelt, nicht miteinander kommuniziert und so weiter. Jetzt haben wir so ein bisschen eine paradoxe Situation, weil wir durch die Globalisierung, wir handeln ganz viel mit China, und es geht jetzt nicht nur um China, sondern überall auf der Welt, es wird gehandelt immer mehr, es wird immer mehr gereist, es wird auch viel mehr Information fließen, ne? Und zwar jetzt nicht nur Medien, sondern eben zum Beispiel auch ja, durch WhatsApp, also es ist unglaublich, wie vernetzt eigentlich alles ist. Also wir sind eigentlich in so einer Netzwerk. Ist eine Logik. Ne? Also alles ist miteinander verwoben und jetzt auf einer Ebene gibt es diese Spannungen, aber alles andere funktioniert weiter. Mhm. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute sich schwer tun. Es ist ein bisschen, als hätte man eine schwierige Beziehung mit jemandem, den man aber eigentlich sehr gern hat auf andere Weise. Das ohne heißt, den man vielleicht gar nicht kann. Genau, also eigentlich ist es ist eine schwierige Ehe wahrscheinlich. Also es gab ja im Kalten Krieg sehr, sehr wenig Wirtschaftsbeziehungen zwischen dem Ostblock und der kapitalistischen Welt. Also jedenfalls, es änderte sich in den 70er Jahren durch die Entspannungspolitik. Ab da hat Deutschland russisches Gas gekriegt, ja, schon seit Anfang der 70er Jahre. Mhm. Aber insgesamt war wirtschaftlich der Ostblock für die meisten Länder des Westens nicht sonderlich wichtig. Heute ist China für nahezu alle westlichen Länder ein enorm wichtiger Handelspartner. Das hat sich ja verändert. Mhm. Und da ging ja auch eigentlich die Hoffnung darauf, wenn man so aufeinander angewiesen wird, da kann man auch keine Kriege gegeneinander führen. Ja, das ist dieser Grundgedanke, dass wenn man wirtschaftlich handelt, dass man dann kein Interesse daran hat, irgendwie militärisch gegeneinander vorzugehen. Das hat jetzt mit Russland hat diese Grundannahme widerlegt, wobei in der Politikwissenschaft ist immer so, wir haben so wenig, unser Datensatz ist so klein, dass man jetzt nicht von einer Ausnahme schließen kann, dass die ganze Regel vielleicht nicht stimmt. Also ich würde sagen, grundsätzlich ist es immer noch so, dass je mehr Verbindungen man hat, desto mehr Grund hat man überhaupt miteinander zu kommunizieren. Und wenn man das tut, dann baut man natürlich solchen Situationen vor. Also ich würde sagen, es ist nicht so, das ist nicht geschrieben, dass es so wirklich auseinanderfällt. Es gibt auch viele Gründe, halt einfach diese, ich sage jetzt mal, latent schizophrene Beziehung aufrechtzuerhalten, wo man einerseits miteinander muss und auch will, aber andererseits halt auch Momente hat, wo man überhaupt nicht eins ist. Ich glaube, eigentlich ist es so ein, ich sag fast ein Reifeprozess in der internationalen Politik, dass man eine neue Form von Miteinander finden muss. Mhm. Sie sind ja nicht nur Analystin als Politikwissenschaftlerin, die so von oben drauf guckt und sieht, wie sich die Strukturmuster verändern und was wahrscheinlich ist und weniger wahrscheinlich, sondern sind ja auch konkret beratend tätig und Sie arbeiten Szenarien. Mhm. Sie arbeiten für die NATO und können Sie so ein bisschen einen nicht geheimen Einblick geben daran, im Hinblick auf das, was wir hier besprochen haben, künftige Weltszenarien und so weiter, worüber die NATO da nachdenkt oder worüber Sie nachdenken? Also das ist jetzt kein Geheimnis, deswegen können wir darüber sprechen letzte Woche. Oder ich weiß nicht, irgendwann im Januar hat die Bild auch diesen Artikel gebracht über dieses Bundeswehr-Szenario. Dann hat auch der Vorsitzende des Militärischen Komitees der NATO, Admiral Bauer, hat auch von einem Szenario gesprochen, so nach dem Motto, Krieg mit Russland in den nächsten 20 Jahren ist eines der Szenarien, über das wir nachdenken. Und natürlich die Bild-Zeitung hat dann daraus gestrickt, Bundeswehr oder NATO rechnet mit Krieg mit Russland und natürlich schickt es dann Schockwellen ins ganze Land. Aber es ist ganz wichtig zu verstehen, ein Szenario ist nicht
eine Vorhersage. Mhm. Also es ist was ganz anderes, wenn Sie, sage ich mal, nachts im Bett liegen und überlegen, was ziehe ich denn jetzt auf die Party an oder um wie viel Uhr gehe ich da hin? Und da haben Sie verschiedene Szenarien, was ich anziehe, wann ich hingehe, wann ich wieder gehe, mit wem ich gehe. Ne? Da gibt's ja, man produziert dann immer 15 verschiedene Optionen und eine wird's dann. Und genau das machen wir auch. Also wir denken jetzt zum Beispiel bei Russland über verschiedene Szenarien nach, was passiert, wenn wir... Wenn die Waffenlieferungen so weitergehen, was passiert, wenn die Ukraine in diese Richtung sich entwickelt oder in die andere? Und dann schiebt man das quasi immer so weiter in Kausalketten. Ne? Was wäre, wenn? Mhm. Und das ist jetzt nicht so, da setze ich mich nicht hin und sage, ja, ich glaube, das ist jetzt einfach so, sondern wir machen das in einer Gruppe. Da muss man dann eben auch, weiß ich nicht, geschichtliche Analogien bringen. Man muss ganz viele Daten bringen. Man muss wirklich einfach Forschung dazu betreiben. Sagen, okay, diese Kausalkette macht Sinn. Also dieses Szenario halten wir für vielleicht wenig wahrscheinlich. Aber wenn es passiert, dann ist es extrem negativ und dann versucht man eben dem vorzubauen. Also das ist natürlich das Szenario, an das denken gerade alle. Mhm. Ein Szenario, was anfängt natürlich am Horizont aufzutauchen, ist Taiwan. Was wäre, wenn es im Zusammenhang mit Taiwan zwischen USA und China irgendwie zum Konflikt kommt? Aber ich muss sagen, ich gehe gerne, ich nenne es immer mit der Taschenlampe, so dahin gehen, wo gar keiner hinschaut. Mhm. Ich finde so, wenn viel Aufmerksamkeit schon auf bestimmten Szenarien ist, dann lasse ich die in Ruhe und suche mir was ganz Neues. Wir denken zum Beispiel darüber nach, was wäre denn eine Situation zum Beispiel, Deutschland fühlt sich angegriffen, aber die NATO sagt, es ist kein Bündnisfall. Ja, also da denken wir dann über Situationen nach, was wäre denn, was müsste passieren? Wenn es einen großen Cyberangriff gibt, sowas zum Beispiel? Zum Beispiel, genau. Also das ist ja eine politische Interpretationsfrage. Wir sagen, das ist ein Angriff. Zum Beispiel der NATO-Vertrag geht ja nicht nur um Territorien, das vergessen die Leute immer. Also nicht nur Gebiet, sondern auch Schiffe. Sagen wir mal, es gibt irgendwie, ein Schiff wird versenkt, ein deutsches Schiff wird versenkt. Wir sagen, das war Russland, das war China, das war sonst irgendwer. Und der Rest der NATO sagt, euer geheimdienstliches Material ist nicht überzeugend, das ist kein Bündnisfall. Mhm. Also über solche Sachen denken wir zum Beispiel auch nach. Oder ganz klassisch, oder was heißt ganz klassisch, aber oft nicht genug beachtet, finde ich, alle schauen nach Taiwan, aber was ist mit anderen Hotspots? Ja? Zum Beispiel eben, was ist, wenn China irgendwie eine Rakete auf Hawaii abschießt? Ist es dann ein Bündnisfall für die NATO? Also solche Sachen. Aber ganz wichtig ist, mein Job ist, ich mache mir diese gruseligen Gedanken, damit Sie es nicht machen müssen. Ne? Damit es eben gar nicht passiert. Am besten ist, wenn ich es mir ausgedacht habe, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren. Mhm. Weil ich dann die Leute so warnen kann, dass sie die Maßnahmen treffen können, dass es nicht passiert. Es gibt, greifen wir doch mal aus der Summe der denkbaren Szenarien eins raus, was mich viel beschäftigt. Es hatte mich gerade so in der bisherigen Mitte des Ukraine-Krieges viel beschäftigt. Was wäre eigentlich, wenn die Ukraine den Krieg gewinnt? Mhm. Das heißt also, wenn es irgendwie große Probleme gibt im russischen Militär, und alles nicht besonders wahrscheinlich, aber es würde gelingen, sie würden die von Russland okkupierten Gebiete zurückerobern und sie würden vielleicht sogar die Krim zurückerobern. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, was ist denn dann? Kämen Sie da zu einem positiven Ergebnis und würden sagen, dann ist Ruhe und Frieden? Oder hätten Sie in dem Szenario dann Angst, dass ein Land wie Russland, das nicht mehr verteidigungsfähig ist, wenn auf der Krim amerikanische Schlachtschiffe stationiert sind, ja, und oder im Zweifelsfall Atomraketen oder was weiß ich was auch immer, also wenn Russland dann sozusagen jegliche Großmachtsansprüche aufgegeben hätte und dann wahrscheinlich auch innenpolitisch kollabieren würde, wäre ein solches Russland dann nicht tatsächlich in der Lage, zum Beispiel Atomraketen einzusetzen, weil man dann gar nichts mehr zu verlieren hat. Spielen Sie solche Szenarien durch? Absolut. Also wenn Sie sich anschauen, was passiert in der internationalen Politik, seit der Krieg angefangen hat, ist ja, man genau das will man vermeiden. Also man will quasi der Ukraine ihr Recht zurückgeben, ohne Russland, das ist ja immer dieser Ausdruck mit dem Demütigen, aber ich würde sagen, ohne Russland so zu destabilisieren, dass es dann selber zu einem Problem wird. Und deswegen dieses langsame nach vorne tasten, dann jede Debatte um jede Waffenlieferung geht eben darum, wie kann man der Ukraine, das ist eigentlich eine chirurgische Operation, eine feindliche Operation, wie kann man der Ukraine zu ihrem Recht verhelfen, ohne eben diesen totalen Niedergang Russlands zu erreichen. Mhm. Und das ist die Kunst. Ne? Also deswegen dauert es so lange. Wann ist der Zustand erreicht, wo man sagt, das ist ja zumindest aus unserer Sicht der ideale, es hieß ja immer, wir müssen die Ukraine in eine Position der Stärke bringen. Das ist also erstmal überraschend gut gelungen. Und dann hat sich aber nicht mehr viel getan. Und die Frage wäre, wie müsste ein solcher Zustand aussehen, um zu sagen, jetzt haben wir die optimalen Voraussetzungen für Friedensverhandlungen. Kann es den überhaupt geben? Also das Lustige bei Friedensverhandlungen, oder das heißt lustig, es klingt beknackt, aber eigentlich, also Friedensverhandlungen passieren dann, wenn beide Seiten erkannt haben, sie können militärisch nicht gewinnen. Ne? Mhm.
Und jetzt sitze ich nicht in Russland und kann es nicht so richtig gut beurteilen, wie Russland es sieht, wobei wir arbeiten da auch an der Studie. Aber wir wissen natürlich, dass, also es ist ja kein Geheimnis, dass dieses, quasi, was Sie gerade beschrieben haben, dieses Szenario ist, würde einen riesigen Aufwand militärisch, ressourcentechnisch, Menschenleben fordern, der so auf jeden Fall jetzt in greifbarer Nähe nicht liegt. Das heißt, die Frage ist, das muss man die Ukrainer fragen, unter welchen Umständen seid ihr bereit, an den Verhandlungstisch zurückzusehen und zu sagen, okay, jetzt können wir Konzessionen machen. Denn ultimativ muss man an den Verhandlungstisch kommen mit der Bereitschaft, Konzessionen zu machen. Mhm. Und da warne ich eben davor, das mit dem Zentimetermaß irgendwie davor zu gehen und zu sagen, okay, hier, du kriegst so viel von der Krim und wir kriegen so viel vom Donbass und weiter. Sondern eigentlich ist Krieg ja was zutiefst Psychologisches. Und deswegen sage ich immer, das Beispiel ist Israel-Ägypten. Die Camp David-Abkommen, also Israel hatte den Sinai 1967 erobert, Ägypten wollte den Sinai zurück, hat einen Krieg angefangen, hat den Krieg objektiv gesehen nicht gewonnen, aber dadurch Verhandlungen herbeigeführt. Mhm. Und dann unter amerikanischer Ägide haben die, finde ich, einen super Friedensvertrag abschließen können, mhm. indem sie nämlich gefragt haben, worum geht's euch wirklich über dieses Territorium hinaus? Mhm. Der Sinai hat ja auch noch diese Form. Für die Ägypter war es eine Frage der nationalen Integrität, weil Sinai ist, ne, da ist, hat Moses die 10 Gebote empfangen, hat enorme symbolische Bedeutung. Und für Israel ging es um Sicherheit. Die wollten einfach nicht, dass Ägypten wieder durch den Sinai hindurch sie angreifen kann. Also was war die Lösung? Der Sinai kehrte zurück nach Ägypten, aber demilitarisiert. Das heißt, Ägypten durfte da keine Truppen stationieren. So, an so einer Lösung muss man arbeiten, wo man die beiden Seiten fragt, worum geht's euch wirklich? Also emotional, mhm. kognitiv, psychologisch. Mhm. Nicht eben, wir brauchen jetzt unbedingt genau dieses Territorium, sondern braucht ihr Sicherheit? Geht es um Anerkennung? Geht es um Stabilität? Also was ist das echte Problem? Das nennt man die Harvard-Verhandlungstechnik. Mhm. Gibt es eine Analogie zur Ukraine? Dass man sagen kann, wenn man aus der Ukraine einen Sinai macht, also eine Pufferzone, was sie ja auch früher mal gewesen ist, zwischen der russischen Einflusssphäre und der westlichen Einflusssphäre, wäre das am Ende sozusagen die Lösung, also Nicht-NATO-Aufnahme und im Gegenzug Rückgabe der besetzten Gebiete, wenn auch vielleicht mit einem gewissen Autonomiestatus wie Südtirol in Italien? Also ich glaube, dass wir nicht in der Position sind, der Ukraine, also quasi über ihren Kopf hinweg zu entscheiden. Ne? Also das ist Selbstbestimmungsrecht der Völker, ist ja also eines unserer, ne, Hauptelemente wertemäßig für uns als Westen. Von daher, glaube ich, können wir jetzt nicht sagen, wir haben euch jetzt schon Kandidatenstatus gegeben in der EU und in der NATO, nee, jetzt doch nicht. Aber tatsächlich kann ich mir vorstellen, dass also vielleicht das bessere Beispiel ist die Krim als jetzt die Ukraine insgesamt, ne? weil viele Ukrainer auch selber, also historisch ist die Krim auch recht spät zur Ukraine dazugekommen. Also ich glaube, eine der Verhandlungsmaßen ist tatsächlich die Krim. Aber dann kann man tatsächlich auf militärischer Basis, ne, also alles, was nach dem Kalten Krieg total in Mode war, so vertrauensbildende Maßnahmen, ne, dass man so gegenseitig militärische Installationen besucht, dass man gemeinsam auf Patrouille geht, dass man in so eine Praxis kommt, wo man sich viel mehr austauscht. Da passiert ja gar nichts in der Hinsicht. Mhm. Das könnte zum Beispiel ein Weg sein, dass man so sukzessive einfach mal dieses Spannungsverhältnis runterfährt. Und natürlich kann man die NATO auch da dazu holen, denn für Russland geht es ja zum Großteil auch um die NATO. Ne? Also deswegen gab es ja auch früher den NATO-Russland-Rat. Da war die Idee eben, wenn man sich austauscht, dann kommt man überhaupt nicht erst in so Situationen. Also, das ja auch eine Weile funktioniert hat. Genau, das hat eine ganze Weile funktioniert. Aber ich denke tatsächlich, man muss da kreativ sein. Es darf auch nicht alles so im Fokus der Öffentlichkeit sein. Also Verhandlungen finden aus einem guten Grund hinter verschlossenen Türen statt. Und Konzessionen machen aus dem Gedanken heraus, militärisch wird das hier nichts mehr. Ne? Ich würde am Ende, wir sind ja schon bald am Ende, noch einen ganz anderen Kriegsschauplatz ansprechen. Wir haben die klassischen Kriegsschauplätze, wie wir sie in der Ukraine haben, zu Land, in der Luft, im Wasser. Wir haben aber auch den Kriegsschauplatz Internet. Mhm. Wir haben sehr, sehr viel daraus gelernt. Es gibt den berühmten Satz von Marshall McLuhan, der Vietnamkrieg wurde für die USA in den amerikanischen Wohnzimmern verloren. Das heißt, um einen Krieg zu gewinnen, muss man nicht nur auf dem Schlachtfeld erfolgreich sein, sondern man muss die Moral aufrechterhalten, dass man die Guten sind und dass es richtig und wichtig ist für das, was man kämpft. Mhm. Und das ist ja eigentlich der größte Aufrüstungsbereich für alle Länder, die wir in den letzten Jahrzehnten quasi erlebt haben. Also das Fachwort dafür, was Sie natürlich kennen, ist Cognitive Warfare, also kognitive Kriegsführung. Mhm. Also zu versuchen, zum Teil mit Cyberattacken, aber auch mit Manipulation der Öffentlichkeiten oder Unterwanderung sozialer Netzwerke und so weiter, immer mehr dafür zu sorgen,
dass die eigene Deutung, das eigene Narrativ, ja, dass das dominant wird und dass das Narrativ des Gegners möglichst wenig Chance hat, irgendwo Fuß zu fassen. Mhm. Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und habe so ein bisschen Angst vor dieser Entwicklung aus dem Grund, dass die Leute, die ja heute schon wahnsinnig misstrauisch geworden sind, im Zeitalter universell verfügbarer Information und Desinformation, wenn sie erst wissen, wie stark also auch die militärische Einflussnahme in sozialen Netzwerken oder im Internet ist, anfangen, das Vertrauen in alles zu verlieren. Das scheint mir sozusagen die Rückseite dieser Art von Kriegsführung zu sein. Teilen Sie diese Sorge? Ja, ich sag, also Sie müssen sich vorstellen, dass wir heute pro Tag mehr Informationen, neue Informationen aufnehmen, als ein Bauer im Mittelalter sein gesamtes Leben. Mhm. Und wir haben überhaupt nicht, was ich so eine Informationsdiät nenne, also wir haben überhaupt nicht den Reflex zu sagen, vielleicht nicht alles, was ich mir hier reinziehe, ist gut für mich oder richtig und so weiter. Also ich würde eigentlich sagen, in den Schulen muss man schon beibringen, wie geht man mit Medien um, mit Informationen, schaltet man auch mal ab, wenn man merkt, es wird alles zu viel. Also ich glaube, wir sind da wirklich total im Hintertreffen. Wir müssen uns, also jetzt, unabhängig von Krieg oder nicht Krieg, müssen wir ein neues Verhältnis zu Informationen entwickeln. Jetzt, wenn es um Krieg geht und um ja, Meinungsmache, in Anführungsstrichen, haben wir natürlich als Europäer, also ich sage es bewusst Europäer, weil ich meine jetzt internationale Organisationen wie EU gerade, aber auch NATO, so eine Art, sich zu artikulieren, zu sprechen, die halt so inauthentisch ist, Bürokratendeutsch, ne? Also so diese Phrasen, Drescherei, wo dann, da merkt man irgendwie, was wird hier eigentlich gerade gesagt? Ich finde tatsächlich, wenn Sie sich Reden anschauen, zum Beispiel, klar, Putin ist ein sehr guter Redner, arbeitet viel mit Bildern. Ich glaube, wir haben da auch so was Menschliches verloren. Zu technokratisch. Mhm. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es um Authentizität. Sagen wir wirklich das, was wir meinen? Sprechen wir aus dem Herzen heraus, aus der Emotion heraus? Und ich glaube, so als europäischer Bürokrat hat man ein Problem mit Emotionen. Deswegen, ich würde sagen, Plädoyer zum echten Mensch, zu zeigen, wer man ist mit seinen Schwächen, auch Gefühle zeigen, das ist ultimativ die echtere Kommunikation. Die NATO muss emotionaler in der Kommunikation sein. Mhm. Und die Gefahr, von der ich gerade gesprochen habe, dass also, wenn man weiß, dass natürlich die NATO, weil die anderen das ja alle auch machen, ja, versucht, mehr Einfluss auf Meinungsbildung im virtuellen Raum zu nehmen, als zweischneidiges Schwert. Also einerseits bekämpfen von Trollfabriken und von Verschwörungserzählungen, aber auf der anderen Seite eben auch das Misstrauen der Leute, ja, da steckt die NATO hinter, enthält natürlich auch so die Gefahr eines Vertrauensverlustes. Das, also was mich wirklich oft zum Lachen bringt, ist, wenn Sie sich anschauen, sowas wie Top Gun Maverick, solche Filme, wo dann irgendwie immer die NATO im Hintergrund ist, immer irgendwie der Todesstern, der heimlich irgendwas Böses plant. Das ist, glaube ich, erkannt. Deswegen sieht man auch jetzt immer mehr so von den Kollegen aus der Presseabteilung, wenn Sie mal auf Instagram sehen, es ist jetzt der Slogan We are NATO. Also man sieht einfach immer mehr Menschen, die in der NATO arbeiten, Soldaten, Zivile, ne, so das Ganze zu vermenschlichen, zu zeigen, wir sind nicht einfach nur so ein großes Hauptquartier und man kann da nicht reinschauen. Also ich denke, das Problem ist erkannt als solches, dass man halt, nur weil man vieles macht, was geheim ist, heißt es aber nicht, dass das alles top secret ist und dass wir keine Menschen sind. Ne? Was sind die Gründe, warum wir berechtigt glauben können, dass die weltpolitische Zukunft eine gute sein wird? Ich glaube, tatsächlich, man muss ein Urvertrauen haben, dass ultimativ ist die Entwicklung nach vorn schon eine positive. Und deswegen würde ich sagen, ein bisschen dem Menschen an sich vertrauen als lernfähiges Wesen, inklusive die Deutschen und die deutschen Politiker. Auch darauf vertrauen, dass die anderen Menschen auf der Welt genauso sind. Sehen, dass wir mit Technologie, mit Wissenschaft, mit allen Arten von menschlichem Fortschritt durchaus alle Werkzeuge haben, dass es gelingen kann, dass wenn Sie und ich im Altersheim sitzen oder sonst irgendwo, dass die Welt eine bessere ist, eine stabilere, eine, in der man vielleicht ja, gesund und glücklich in die Zukunft schaut. Ich glaube, es ist absolut, absolut möglich. Frau Gaub, ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke Ihnen. Aborted.